Hallo Backfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute backen wir ein leckeres, saftiges Joghurtbrot im Kasten. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video, aber zuerst natürlich wie immer der Backfreund der Woche. Und der Backfreund der Woche bekommt natürlich wie immer einmal das Maisterer Hefeteigmehl und einmal das Kuchen- und Keksmehl im neuen, freshen Design diesmal. Und wenn du Backfreund der Woche werden möchtest, dann schau doch mal unten in die Beschreibung von diesem Video. Da findest du einen Link, wo alles erklärt ist, wie du Backfreund der Woche werden kannst. So, wir haben schon mal... So, hier ist jetzt schon mal das Brotmehl dunkel abgewogen. Aktuell habe ich noch das alte Design am Start. Die Verpackungen, die ich noch habe, die müssen natürlich aufgebraucht werden. Das neue Design blenden wir mal kurz ein. Sieht richtig nice aus, richtig fresh. Genau, wir starten jetzt ins Rezept. Brotmehl dunkel kommt rein. Dann etwas Honig. Ihr könnt als Alternative auch Agavensirup nehmen oder wenn ihr wollt natürlich auch klassischen Zucker oder im Zweifel auch einfach weglassen, wenn ihr gar keine Zucker im Brot haben möchtet, geht das natürlich auch. Ich finde, das gibt nochmal so einen besonderen Touch. Dann kommt rein etwas Salz, die Hefe und natürlich der Joghurt. Warum kommt da eigentlich Joghurt rein? Ja, das ist eine gute Frage. Der Joghurt, der sorgt einfach für eine noch saftigere Kruste. Saftigere Krume und eine leckere Kruste. Da seht ihr dann auch, dass das eine richtig schöne Färbung verursacht. Und man hat durch die Säure, die im Joghurt ist, auch so ein bisschen dieses Gefühl, als ob da Sauerteig drin wäre. Also es ist ein ganz einfaches Rezept, was aber ein richtig, richtig tolles Ergebnis bringt. Ihr könnt natürlich auch veganen Joghurt verwenden, das geht genauso. Dann kommt noch rein der Sesam. Ich habe jetzt hier einen ungeschälten Sesam. Der ist halt noch ein bisschen aromatischer. Und die Leinsamen. Die Leinsamen sorgen auch nochmal für so eine gewisse Saftigkeit und insgesamt halt auch nochmal für so ein bisschen Verbiss einfach im Brot. Ja, dann kommt nur noch rein das Wasser. Wenn der Joghurt noch leicht kalt ist, nehmt das Wasser ruhig etwas wärmer. Dann gleicht ihr das so ein bisschen aus. Und dann können wir auch schon anfangen zu rühren. So, der Teig ist auf jeden Fall ein etwas weicherer Teig. Den könnt ihr auch so auf keinen Fall mit der Hand irgendwie formen oder kneten. Deswegen gehen wir jetzt nochmal hier rein, sodass sich alles schön vermischt. Nochmal beikratzen und dann nochmal etwas auf schnellerer Stufe laufen lassen. So, jetzt der Teig fertig. Ja, das Coole am Brotmehl dunkel ist ja einfach, dass da schon alles drin ist, was ihr für so, für so eine Brotbasis braucht. Ne? Da habt ihr drin Kartoffelstärke, die sorgt einfach für eine lecker saftige Struktur. Dann haben wir ein bisschen Teffmehl drin, das bringt so dieses Roggenaroma mit rein. Das dunkle Teffmehl, das macht auch diese graue Färbung. Wir haben schon die Bindemittel mit drin, wie das Xanthan. Und somit ist Brotbacken kein Problem mehr und dann entwickeln wir auch noch die passenden Anwendungsrezepturen. Ja, jetzt habe ich hier das Reismehl. Gebe ich ein bisschen mit drauf, dann kann man das nochmal leichter etwas beikratzen. Und dann ganz wichtig, die Form etwas einfetten. Ich habe das jetzt hier einfach mit einem Rapsöl eingepinselt. Und dann einfach nur den Teig dort reinschubsen. So. Eigentlich hat das auch Vorteile, wenn man den Teig nicht kneten kann und formen kann. Und versaut ihr euch auch die Arbeitsplatte nicht. So, aber dann einfach Wasser an den Spatel, weil dann könnt ihr das nochmal leichter in Form drücken. Weil dann klebt nicht der Teig so extrem an dem Spatel. Und so sieht das Ganze dann aus. Das sollte eigentlich jeder hinbekommen. Jetzt decken wir das Brot einfach noch ab, lassen den schön ruhen. Ich denke mal so eine Stunde an einem möglichst warmen Ort. Wenn es wirklich extrem kalt ist, stellt es vielleicht sogar wirklich in Heizungsnähe oder so, dass das schön aufgehen kann. Wir sollten ungefähr die Höhe von der Form erreichen und dann können wir das Brot backen. So,
Das Brot ist wunderbar aufgegangen, beziehungsweise der Teig. Ich mache jetzt hier etwas Reismehl drauf. Ihr könnt das auch schon reinschieben, wenn das nicht ganz so hoch ist. Also es geht durchaus auch. Aber bis zur Form sollte das auf jeden Fall schon reichen. Und jetzt schneide ich das nochmal etwas ein. Und dann kommt das Brot auch schon in den Ofen. Mit einem Dampfstoß. Ja, und wir backen das jetzt für 10 Minuten an. Und dann regeln wir die Temperatur etwas runter. So, jetzt sind die 10 Minuten um. Jetzt stellen wir nochmal um auf 200 Grad. Und backen das nochmal 40 Minuten. Und dann holen wir es aus der Form raus und backen es dann nochmal fertig, dass es nochmal schöne Kruste von außen bekommt. So, jetzt sind die 40 Minuten um. Das sieht schon richtig schön knusprig aus. Jetzt backe ich das aber nochmal 10 Minuten fertig, dann haben wir noch eine schönere Kruste. So, das Brot ist jetzt soweit fertig. Das sieht doch richtig gut aus. So ihr Lieben, das traumhafte Joghurtbrot ist fertig und ich bin richtig gespannt, wie das innen aussieht. Schaut mal hier. Das ist mal eine Kruste. So soll das Ganze auch sein. Ja, es ist jetzt natürlich noch warm. Ihr könnt das Brot natürlich auch auskühlen lassen und ich schneide das jetzt mal an. Das sieht ja mal perfekt aus. Wunderbar. Das riecht echt richtig, richtig gut. Leicht nussig durch diese Saaten. Ah, ein Träumchen. Ich empfehle euch natürlich das Brot wirklich, lasst es auskühlen. Aber ihr seht, dass es prima geklappt hat und du hast auch wirklich eine super leckere Kruste. Das ist mal crispy, hm? Ich finde das mega geil, das Brot. Manche fragen auch manchmal, warum das dann so klebrig ist, wenn das frisch gebacken ist. Das sieht man jetzt auch ganz deutlich, dass ich dann, dadurch, dass das Messer nicht so gut durchgeht, das so ein bisschen wie angerupft aussieht sogar. Das liegt einfach daran, dass diese Kartoffelstärke, die da drin ist, einfach, wenn die noch warm ist, ein bisschen klebrig ist. Wenn das ausgekühlt ist, das ist wie bei so einem Vanillepudding. Wenn der warm ist, ist er ja auch weich. Und wenn der auskühlt, wird er fest und schnittfest schon fast, ne? Und so ist es halt dann bei dem Brot letztlich auch. Die Stärke, die kühlt dann ab und dann habt ihr halt einen super, super Anschnitt. So wie ihr das auch im Blogrezept seht. Da habe ich natürlich beim Foto gewartet, bis es ausgekühlt war. Ja, somit habt ihr das auch mal ganz kurz erklärt bekommen. Backt gerne das Brot nach. Super einfach gemacht. Ihr habt gesehen, ich hatte noch nicht mal klebrige Hände heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, würde mich sehr, sehr freuen, wenn das noch mehr Abonnenten werden. Ja, und schreibt unten mal in die Kommentare, wie ihr dieses Brotrezept findet. Schaut gerne auf dem Blog vorbei, wo ganz, ganz viele Rezepte drauf sind. Da findet ihr auch andere Brotrezepte. Link unten in der Beschreibung. Ja, und somit sage ich viel Spaß beim Nachbacken, macht's gut und ofenfrische Grüße, euer Robert.